Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels! Ich bin der Egon Zorn und begrüße euch recht herzlich zu Let's Play Civilization 5. Wir sind nach wie vor die Inkas. Was? Die Inkas? Aber die haben doch voll derbe verloren. Ja. Hoffentlich, jetzt hast du geladen oder was? Ja. Cool. Ah. Wir steigen wieder ein. Im Jahr 1937 in der Runde 357. In der letzten Runde, wir machen so was, als ob nichts gewesen wäre, und nehmen das ganze Wissen trotzdem mit. In der letzten Runde haben wir Basra erobert. Sehr erfolgreich, sehr schön, aber der Wermutstropfen dabei war, dass Asker uns den Krieg erklärt hat. Ich glaube nämlich, dass wir so oder so nicht darum herumkommen, gegen Askia den Verteidigungskrieg zu führen. Da müssen wir unbedingt durch, ja. Aber dafür haben wir hier eine kleine, feine Armee, die hier an dieser Front sich doch erwehren kann. Das Erste, was wir jetzt aber machen, ist, damit wir ja wissen, dass wir keine Chance mehr haben, Amsterdam einzunehmen. Er will Basra. Nee, ich will Basra nicht aufgeben. Er hat 32.000 Gold. Spiel ist hier mit einer Mod, die irgendwie, weißt du? Wie wär's denn statt mit Basra mit 3 Luxusgütern, die wir über haben? Mit 3 Luxusgütern und 1000 Gold. Mit 3 Luxusgütern und 2000 Gold. Da lässt das sich mit sich reden. Ne? 2500 Gold, 3 Luxusgüter, strategische Ressourcen. Auch nicht. Tut mir leid. Dann eben nicht. Okay, was wir probieren werden, ist Genghis Khan zu fragen, ob er nicht Interesse daran hat. Eventuell. Nicht doch hier mitzukämpfen. Sorry, falls ich, ich war gerade beim Zahnarzt und sie, bei der Zahnärztin, und sie hat tatsächlich sporen müssen. Deswegen mache ich jetzt mit meiner Zunge ständig an meinem Zähnen rum. Und sorry, falls ihr sagt, oh mein Gott, ist das eklig. Auf gar keinen Fall. Und was ist, wenn ich euch Kupfer gebe? Und 1000 Gold obendrauf. Nö, da ist er schlau genug, das nicht zu machen. Schade. Auf Wiedersehen. Okay, wir können ja irgendwann nochmal laden, wenn wir dann Basra abgeben gegen Frieden. Oh, warte, ich würde Basra abgeben, wenn er denn in den Krieg gegen Askia einsteigen würde. Wie können wir jetzt mit Basra? Andere Spieler, Krieg gegen... ein Friedensvertrag hinter diese Spieler, aber dagegen, die haben einen Friedensvertrag. Na gut, dann ist das ja eh gegessen, der Käse. Jakarta wird wohl fallen, da können wir nicht viel gegen tun. Genauso wie Quebec, die armen Quebecianer, Antwerpen, Laventa. So, machen wir mal Inventur. Wir haben hier... 1, 2, 3 Raketenartilleristen, 1, 2, 3 Infanteristen, 1, 2 und, ja, 2 Fallschirmspringer. Mobile Bodenluftraketen sind natürlich auch hier viel, viel wert. Die stelle ich hier hin. Jetzt ist die Frage. Ja, nee, ihr alle werdet hier entlang gehen, wobei ihr dann doch euch noch um diesen einen, Kavalleristen kümmert. Wenn der dann weg ist, müssten wir eigentlich locker flockig dann hier an die Front kommen können und lassen die Niederlande mal Niederlande sein, lassen da ein bisschen Zeit vergehen und hoffen, dass er dann auch irgendwann kriegsmüde wird und unserem Vorschlag, Frieden zu schließen, annimmt. Wie ihn können wir nicht einnehmen, okay, aber mit dir. Jerusalem wird uns dann angreifen und ihn töten. Deswegen lassen wir das und machen das lieber nicht. Du kommst bis hier hin und kannst dann aber nicht mehr schießen. Oh, was? Ich habe doch dich ausgewählt. Oh, da steht ja noch einer. Da steht ja noch einer rum und keiner merkt's. Aber minus 41 ist schon mal gut. Ach, ihr könnt beim besten Willen nicht angreifen. Ihr müsst die Raketenartillerie auf euch niederprasseln lassen. Aber das ist okay, das ist okay. Wir bewegen uns trotzdem nicht. Du bleibst hier. Wobei der große General, der kann sich hoffentlich bewegen. Aber nur eins.
Hier kann er sich 82. Ach, Fallout zählt irgendwie als besonders schwierig. Dann bleib lieber hier, sonst hast du ein Problem. Der Bomber. Sehr gut. Der Bomber. Oh, kann ihn zerstören. Dann haben wir hier ein Problem weniger. Und tatsächlich hat er es geschafft. Sehr gut. Stimmt, wir haben noch unsere ganze Fliegerstaffel. Ach, das waren noch Zeiten, als wir unsere ganze Fliegerstaffel hatten. Und eine Atombombe haben wir auch. Haben wir die letztes Mal nicht hier hingeschmissen? Das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Genau, wir konnten nicht nach Yamama. Wir heben die Atombombe auf für den Notfall Selbstverteidigung. Du heilst, du bist mir viel zu schwach, da mitzukämpfen. In Medina, Stadt Marionette, nee, annektieren, Kauf, Gerichtsgebäude. Geht nicht, weil, ja, ach, ist er noch besetzt? Ah, aber nur eine Runde. Huch, das war ja seltsam, das war ja knapp. Dann, Basra, noch 9 Runden müssen wir da aushalten, okay. Aber Damaskus kann doch, Infanterie mehr bauen. Nee, warte, wir haben diese Sozialpolitik. Und mit dieser Sozialpolitik können wir die Goldkosten für Einheiten um 33% beim Kauf senken. Das machen wir und das nächste wird der Rationalismus sein. Wenn die Wissenschaft so lange... Also, nee, wir nehmen das hier, weil wir müssen erstmal kämpfen und dann können wir uns auf die Wissenschaft konzentrieren. Unser Ziel wird es nämlich sein, habe ich gerade eben beschlossen, den Wissenschaftssieg anzugehen. Also die Ersten zu sein, die das Raumschiff bauen. Und ich bin da frohen Mutes, dass das klappt. Weißt du was? Wenn du eins zurückgehst, dann sitzt die Bombe hier aber bombisch, sage ich mal. Die werfen wir. Wir bauen jetzt so viel wie geht. Wir bauen auch ein paar Luftschutzbunker. Das gönnen wir uns. Wir versuchen unsere Armee nicht ganz so nah beieinander stehen zu lassen, damit Atombomben-Gegenangriffe nicht so effektiv sind, wie sie sonst waren. Und dann müssten wir eigentlich so einiges gewinnen können. So, sehr schön. Ihr seid alle schon halb tot. Du gibst ihm noch den Rest, würde ich sagen. Du hast angegriffen, okay. Und du kannst hier, ja. Die Jäger schauen mal. Luftraumsäuberung. Das dürfte eigentlich nichts sein. Ist auch auf keinerlei Widerstand gestoßen. Das bedeutet, dass selbst du angreifen kannst. Und das müsste auch reichen, diesen Infanteristen zu töten. Ja. Und der Bomber gibt ihm den Rest. Er ist zwar für Städte perfekt. Oh, doch nicht. Nehmen wir erst dich. Ja. Dann ist er auf jeden Fall tot. Und du kannst jetzt zweimal angreifen. Dann gibst du ihm noch eins auf die Mütze, damit er weiß, wo er hingehört. So, ja, genau, die ganze Taktik ist ein großer Verdienst von einer meiner Zuschauer. Eine Sekunde, ich muss hier, dann nehmen wir gegen Landeinheiten, was Besseres haben wir nicht, gegen Landeinheiten, genau. Nämlich, sag's mir, Mr. Lorne, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Mr. Lorne hat mir eine lange Nachricht geschrieben mit Empfehlungen, wie ich dieses Spiel doch noch gewinnen kann. Ich gehe davon aus, dass er das Spiel auch nachgespielt hat. Ungefähr hier an dieser Stelle. Und natürlich könnt ihr auch hier an dieser Stelle, wo wir angefangen haben, das Safe Game weiterspielen. Ich werde es hochladen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich habe jetzt gerade mit dem Finger unten auf den Bildschirmrand gezeigt. Ihr müsst euch jetzt nur vorstellen, dass ihr mich sehen würdet. Und dann ist es hier unten. Also wenn mir hier den Pfeil, da ist dann der Link zu dem Safe Game. Das Safe Game installiert ihr euch in den Safe Game Ordner von C5 und könnt das Spiel selbst spielen. Ja, solange ihr Gods and Kings und jede Menge DLCs habt. Ich nuschel schon wieder. Ich bin doch nicht Til Schweiger. Ich bin Huamanga, wieso habt ihr so wenig? Universität. Ja, eigentlich ja. Es gibt so. Oh, die Fabrik ist fertig, sehr gut. Luftschutzbunker in Riebe, das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Oder aber, wenn ihr schon so gut. Ihr braucht echt Luftschutzbunker ohne Ende. Ohne Ende. Und das gilt. Verzeihung, das gilt auch für Aarhus. Da hilft jetzt kein Stadion, da helfen nur noch Luftschutzbunker. Die können wir sogar kaufen, oder? Schau mal, 920, eieiei. Ja, aber wir wissen ja, da werden sie auf jeden Fall drauf gehen.
Genauso wie auf Kopenhagen. Ihr bekommt auch, ja, sehr schön, euch noch im Boot zu haben. Huamanga, Damaskus, Medina, ja. Huamanga ist jetzt mal nicht so wichtig. Und hier auch die Börse. Die Börse braucht man nicht unbedingt. Viel wichtiger wäre eine Kaserne zum Beispiel, um mal damit anzufangen. Die Atomrakete. Oh, wow, die Atomrakete werden mir aber sowas von hier reinfeuern. Und einen derben Schaden anrichten. Das macht auch Jakarta-Blatt. Ne, dann hier. Hier ist besser. Ja, sorry Jakarta, aber ich glaube... Ah, ne, kümmern nicht, weil wir mit Jakarta verbündet sind. Und deshalb nicht innerhalb von Jakarta. Dann, aber hier können wir, aber hier nicht. Seltsam, wir sind auch mit Quebec verbündet. Seltsam, seltsam. Ich frage, hier, da, Damaskus, das sind unsere Eigenstädte, alles klar. Und ja Mama, die Stadt ist besetzt. Seltsam. Hm, wo können wir sie sonst hinwerfen? Nur hier, das ist ja alles. Kumbisale. Hm. Und wenn wir mit Jakarta jetzt nicht mehr verbündet wären und einen Krieg erklärten, bringt uns aber auch nichts. Da sollen sie sich ruhig hier an Jakarta aufreiben. Da müssen sie ja erstmal dran vorbei. Genau, und wenn sie es eingenommen haben, können wir hoffentlich Atomrakete draufwerfen. Das war letztes Mal auch schon das Problem. Wenn wir die Atomrakete hier hinwerfen könnten, dann hätten wir aber sowas von einem Vorteil. Aber sowas, mein Herr, lieber Herr Gesangsverein. Bevor ich abgeschweift bin, mal wieder, waren wir hier und haben aufgeräumt. Leider nicht komplett. Die Frage ist jetzt, wirst du das überleben? Ja. So, lass uns probieren. Wir sind so stark mit dir. Er hat kaum mehr Angriffsmöglichkeiten. Ja, gewonnen. Sehr gut. Ausruhen kannst du auch später noch. Wichtiger ist, dass du ihn komplett zerstörst. Ja, wir machen keine Gefangenen. Jetzt haben wir Luftschutzbunker gekauft, aber keine Einheiten mehr. Brauchen mehr Einheiten. Und zwar brauchen wir höchstwahrscheinlich noch, mehr Bomber, würde ich sagen. Atombomben. Wir brauchen mehr Atombomben. Das ist sehr gut. Produktion wählen. Auch Atombomben wäre eine Möglichkeit. Wir haben den Luftschutzbunker beendet und können jetzt auch eine Kaserne bauen. Ja, damit wir so einen Grundstock an Erfahrung haben, wenn die Leute hier fertig ausgebildet sind. Boah, nee, hier ist gut. Ja. Der falsche Mega wart. Ja, ihr heilt. Ist ja ein Heiler dabei. Du bist keiner, du bist keiner, du bist keiner. Du auch nicht. Heieiei. Aber wenigstens können wir dich hier hinstellen. Und die Atomrakete ist immer noch. Ich weiß es nicht. Liegt das hier an irgendwie Einheiten, an der mobile Bodenluftrakete, an Tonsberg? Hat Tonsberg irgendwie was am Start? Ich weiß es nicht. Musste warten. Wir werden noch einen Verwendungszweck für dich finden. Okay, bauen wir hier eine Zitadelle. Nein, wenn wir eine Zitadelle bauen sollten, dann wird die hier stehen oder so. Oder hier, aber hier ist noch zu früh, würde ich sagen. Deswegen machst du nichts. Schließt dich hier an und gibst ihm Flankierung. Du machst auch nichts. Der Bautrupp automated und bleibt deiner Stadt. Du erholst dich, machst nichts. Die Flieger sind alle geflogen. Wir können uns nichts mehr kaufen, haben hier noch eine Atombombe, die wir dann nächste Runde werfen. Okay. Oh, jetzt wird Mekka bombardiert. Aber das ist auch nur eine Atombombe, keine Rakete. Das bedeutet, die Stadt kriegt nicht ganz so viel ab. Wobei, ich glaube, wenn sie genügend Bomben werfen, wird auch Mekka kleiner. Und unsere Fliegerstaffel wird dann auch drunter leiden. Aber es könnte schlimmer kommen. Da hätte er, wenn er auf Basra geworfen, wenn er die auf Basra geworfen hätte, wäre das schlimmer gewesen. Ja. So, Quebec unterstützt uns im Kampf gegen den bösen Askia. Darauf einen Schluck Tee. Ich bin mal kurz ruhig und trinke einfach mal Tee. Das darf man auch mal ruhig machen. Ah, Früchte. Kirsche schmecke ich daraus. Kirsche und... Holunder. Nee, Holunder ist frei erfunden. Da Holunder gibt's gar nicht. Ich habe noch keinen Holunder gesehen.
Die Kampfanimation habe ich an, da ja der Großteil von euch gerne Kampfanimationen sieht. Was habt ihr davon? Sieht da der Großteil von euch, der Großteil, gerne Kampfanimationen sieht. Da ihr die vielen Zuschauer gerne Kampfanimationen seht, da der Großteil sie sieht. Piu! Oh, da haben wir keine Luftverteidigung, keine Jäger in Basra, keine mobile Bodenluftraketen. Oh, und gewinnen trotzdem. Haha, nur minus 3. Und das sind das Bomber? Nee, das sind Jäger, glaube ich. Jo, aber solange er hier sich total an einer Artillerie aufreibt, die sich hier top verteidigt, kann mir das alles egal sein. Jerusalem ist natürlich super zum Befreien. Das wäre eine Möglichkeit, Jerusalem zu befreien. Eieieiei. Wir werden übrigens nicht auf die UN gehen, aber es ist, glaube ich, schon besser, wenn wir Stadtstaaten auf unserer Seite haben. Ei, da ist er doch gestorben. Aber gut, er hat dafür 10 Kampfhandlungen in Kauf genommen, die alle nicht auf wichtige Einheiten gegangen sind. Einer stirbt, 3 werden befördert. So kann das weitergehen. Du hast jede Menge verloren an Gesundheit aufgrund des Atombombenanschlags. Gut, dass du hier weg warst. So, dann schauen wir mal. Ah, ja. Dann machen wir Sperrfeuer. Überhaupt mal. Und du bist auch ganz neu. Kriegst du hier... Oh, einen Heiler, wenn wir den hinbekommen. Hier unten kann man das... Wobei, seid ihr auf dem Weg nach Samarkand? Ich glaub's... Nee, Quatsch. Nee. Geh mal lieber hier schön in die Zitadelle. Jetzt Atomreihe. Komm schon. Immer noch. Ich verstehe es nicht. Guck mal, das sind immer genau 2 Felder um Jakarta herum, nicht wahr? Hat Jakarta denn ein Atomraketenabwehrsystem? Hier ist auch so eine komische Delle drin. Warum ist hier so eine komische Delle drin? Was, hier müsste doch dann irgendwas stehen, was man sehen könnte. Ist es aber nicht. Flugzeug, das sind wir. Yeah. Oh, hier ist auch gut. Aber die Rakete, wie gesagt, zerstört alles innerhalb von einem Radius von 2. Das bedeutet, dass wir Truso auch nicht angreifen können. Trunsberg ist zu nah, ist das zu nah an Kopenhagen? Andererseits, ich würde gerne Sicht hier drauf haben. Wir haben aber keine Sicht hier drauf. Du bist eine Bombe, ne? Ja. Oh, der Fallschirmjäger könnte hier runter. Und noch eins. Einfach nur um zu sehen, wen oder was wir hier treffen würden. Nicht wirklich viel. Wir könnten Kao Phang zerstören. Das bringt aber nicht wirklich was. Trunsberg auch irgendwie, bringt aber auch nichts. Und dazu diesen Kampfhubschrauber, der ja nicht wirklich jetzt eine Gefahr darstellt. Noch nicht. Nee. Also, ha. Hier wäre schon gut, glaube ich, ne? Hier, ja. Dann würde nur ein Kebigianer drunter leiden. Aber dafür jede Menge Einheiten. Ja, wenn wir es hier hinwerfen können. Ich muss warten. Und wenn wir Yamama übernehmen... Und die Atombombe hier können wir dann auch nicht werfen, ne? Nee. Seltsam. Okay. Lass uns Jerusalem befreien. Das hört sich nach einem Plan an. Lass uns hier abhauen. Stimmt, an die habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Die haben uns auch irgendwann das Genick gebrochen. Jetzt ist die Frage, wie können wir uns dem erwehren? Wir können uns dem erwehren, indem wir eine Atombombe hier in eine Atomrakete hier hinwerfen. Dann haben wir für dich wenigstens eine ordentliche Verwendung. Und wenn wir die geworfen haben... jetzt habe ich wieder Steuerung R. Steuerung R ist aber nicht verkehrt, damit die ganzen Ressourcen-Symbole weg sind. Und Mekka, wenn du nochmal einen Atomangriff überleben musst, überlebst du trotzdem. Ja, deswegen stirbst du ja nicht. Dann mal hier hin mit dir. Und die andere Atombombe geht nach Basra, würde ich sagen. Wobei du hier auch nicht verkehrt stehst. Nee, nach Kopenhagen. Und dann können wir uns hier erwärmen. Dann mobile Bodenluftrakete, um hier, ich weiß, dass wir hier angegriffen werden.
Jerusalem. Was machen wir mit Jerusalem? Also ich würde... Nee, bevor wir irgendwas befreien, müssen wir erstmal natürlich die ganze Armee hier zerstören. Du kommst ja nirgendwo anders hin, außer hier. Du kommst nirgendwo anders hin, außer hier. Du kommst nirgendwo anders hin, außer hier. Und ja, so stehen wir hier. Und ziehen uns, glaube ich, zurück. Wir ziehen uns zurück, wir sammeln uns hier. Auch, aber in der Hoffnung, dass die KI nicht so schlau ist, jetzt genau da eine Atombombe hinzuwerfen. Das bedeutet aber auch für dich, dass du dich hier hinstellst. Ja, und du greifst hier an, sonst wäre das ja Verschwendung. Du tauschst mit ihm und kannst auch nochmal angreifen, das passt. Und ihr alle, der große General schafft es nicht hier rüber, ne? Was an, wenn, ah nee, hier steht doch auch einer. Ja, ja, dann haben wir ja drei große Generäle, das passt. Jede Menge Raketen in Medina. Ach, in Medina haben wir jetzt nicht das Geld, um die Stadt, um der Stadt ein Gerichtsgebäude zu kaufen. Schauen wir mal uns um, ob wir noch irgendwie wo was verkauft bekommen. Luxusgüter zum Beispiel, wie Salz. Da geht nur Gold pro Runde. Mach mal 7. Vorschlagen, mach mal 6 Gold pro Runde. 5. 4. 3. Da sagst du ja. Und Genghis Khan. Genghis Khan. Luxusgüter, Kupfer. Ach, das ist ja gar nichts. Und nochmal, Krieg gegen Askia. Was verlangt er dafür? Na. Nun denn. Ja, wir haben sonst nicht wirklich große Möglichkeiten, noch an Geld zu kommen, glaube ich. Außer Dinge verkaufen, das will ich aber nur sehr, sehr ungern. Kaserne, sehr gut, sehr gut. Großer General. Macht hier eine Zitadelle hin. Wir haben so viele große Generäle. Da passt das. Schauen wir uns das mal an. Und, ach, wieso kannst du dich... Haben wir dich bewegt? Okay. Aber, ja, wenn hier jemand kommen sollte, dann soll er erstmal kommen, ne? Die Atombombe ist in Kopenhagen angekommen. Sehr schön. Machu baut auch... Wenn Waffenkammer gerade gebaut. Sehr gut. Dann baust du jetzt... Mehr Infanterie, denn die können wir später zur mechanisierten Infanterie upgraden. Genau, in 7 Runden, wenn die mobile Taktiken fertig sind. Und die behalten wir auch. Ja genau, wir werden dort bleiben auf jeden Fall. So, die Atomrakete kann sich nicht bewegen. Ihr sammelt Kräfte. Ihr baut mehr mobile Bodenluftraketen. Nächste Runde. Ach, die ganzen Flieger haben jetzt nicht angegriffen. Okay. Müssen wir so durch. Die Flieger wären eh gestorben. Genau, die Flieger wären gestorben. Ja, wo sind sie denn alle? Hab ich die weg? Sind sie tot? Oh, die sind tatsächlich gestorben wegen Mekka. Deswegen haben sie auch nicht angegriffen. Boah, das ist immer fies. Ah, aber auch gut zu wissen. Das wurde sich tatsächlich schlecht. Wenn du die Bombe auf eine Stadt wirfst, in der die ganze Fliegerstaffel des Gegners steht, dann hat die Fliegerstaffel ein Problem. Und so wie es aussieht, ist Jerusalem gerade die Stadt, in der alles steht, in der sie rumfliegen. Da könnten wir uns die Bombe überlegen. Aber wie es ausgesehen hat, konnten wir ja nicht hinwerfen. Naja. Oh Gott, ich bin ja schon bei 25 Minuten. Dann schauen wir uns noch an, was der Computergegner diese Runde macht, ob Shakada sich hält. Und überlegen uns dann, was wir morgen machen. Ich hoffe, ihr spielt das Spiel auch und sagt mir, wie es bei euch gelaufen ist, welche Strategie ihr gefahren seid und ob ihr das Spiel gewonnen habt. Ich glaube, das Spiel ist zu gewinnen, auf jeden Fall. Wir sind beim Punkten vorne, wir haben nur wenig Militär, aber das Spiel ist zu gewinnen. Also das glaube ich schon. Nur habe ich das jetzt mal wirklich die komplett falschen Entscheidungen getroffen. Und an Realitätsverlust gelitten wie schon lange nicht mehr. Darauf ein Schluck Tee. Da greifen sie an, aus der Ferne, feige wie sie sind, die Niederländer. Statt Mann gegen Mann zu kämpfen, kämpft sie Rakete gegen Mann. Aber vielleicht überleben wir es ja und dann können wir in die Stadt flüchten. Wir überleben es sehr gut. Okay, das sieht doch nach was aus. Das sieht nach was aus. Hat
Oh, ist Asker mit den Niederlanden auch im Krieg? Das wäre natürlich sehr nice. Was steht hier? Bomber, Atombombe. Wenn wir erst die Bombe werfen, dann müsste Trunsberg ja ein Problem haben, nicht wahr? Probieren wir gleich mal aus. Aber das würde ich dann doch gerne noch wissen in dieser Folge, wie das aussieht mit dem Krieg zwischen Wilhelm und Askia. Das wäre ja... Dann könnten wir uns ja tatsächlich zurückziehen. Spionage braucht man nicht. Überblick, Intrigen. Achso, Intrigen? Oh, da guck hin. Überblick. Bewegen. Cusco, Gau. Eine Runde, okay. Welt. Nee. Diplomatie. Übersicht. Handel. Weltpolitik. Im Krieg. Im Askia. Mit Wilhelm im Krieg. Denunziert Arabe. Nee. Wir sind die einzigen, die Krieg führen mit beiden anderen. Noch jede Menge Denunziationen, aber die interessieren uns nicht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch morgen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egon Zahn. Ciao.